Liebe Freunde, guten Abend, wo immer ihr jetzt seid und euch zugeschaltet habt. Wir freuen uns total, dass wir zumindest auf diese Art und Weise heute ein bisschen miteinander reden können. Wir haben vor einiger Zeit etwas Ähnliches schon gemacht, beide, Henrike und ich. Und sie ist auch heute an meiner Seite und wird mir ein bisschen durch die Fragen helfen, die ihr uns zugeschickt habt. Wir haben euch ja darum gebeten, die brennenden Dinge, die euch interessieren, einmal aufzuschreiben und uns zuzusenden. Henrike hält einen ganzen Stapel Fragen in der Hand und wir werden uns zunächst einmal durch diesen Stapel ein bisschen durcharbeiten und wenn dann nachher noch Bedarf ist, über irgendwelche Dinge zu reden, die euch interessieren, dann tun wir das sehr gerne. Herzlich eingeladen nochmal alle, wenn Sie sich jetzt noch zusätzlich zuschalten werden, miteinander erörtern, was es im Augenblick so an interessanten Dingen gibt. Also, liebe Henrike. Ja, also wir hoffen, los. Wir sind alle gesund und munter. Und ich fange ja gleich an mit Das habe ich ja ganz vergessen. Ich hoffe, ihr seid alle einigermaßen gut durch diese Zeit gekommen. Es ist ja ziemlich fordernd und strengt uns alle an. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt auch im Hinblick auf auf das Frühjahr, das auf uns zukommt, dass sich da alles ein bisschen normalisiert. Jetzt steigen wir an in die Fragen, oder? Ja. Cool. Also, wir haben auch ein paar Namen. Das erste ist hier der Maffei Fan Club Münsterland. Liebe Grüße an der Stelle. Die fragen, und auch Christa Elgut und Martin Vogt haben ähnliche Fragen gestellt, wie wird das neue Programm aussehen? Also, wir hatten ja Für immer jung die Tour. Jetzt haben wir das letzte Album soweit. Und jetzt wollen die Leute natürlich wissen, was wird da was wir spielen. Na klar. Also, jetzt war ja das Album, das für die Jubiläumstour gestanden hat. Und dieses Album haben wir eigentlich nur dreimal spielen können. In Kiel, in hätten wir es gerne gespielt, aber dazu ist es dann leider nicht gekommen. Das heißt, wir haben da eine ganze Menge nachzuholen, das werden wir auch tun. Aber in der Zwischenzeit, und es sind ja über 2 Jahre vergangen, ist ein neues Album entstanden, soweit, und das wird natürlich auch auf jeden Fall im Programm stark berücksichtigt. Es gibt es ein paar wunderschöne Songs, die wir euch noch nicht vorgespielt haben. Und das werden wir mit Sicherheit auf der Tour dann tun, mit der Band zusammen. Super. Angelika Glasmeier fragt, an deinem Geburtstag rockst du für uns die Bühne. Wusstest du überhaupt, dass du an dem Geburtstag von Lars oder Mann? Deinem Geburtstag. Nämlich am 30. August sind wir in Braunschweig, in der Volkswagenhalle. Ja. Und dort werden wir dann bis dahin deinen Geburtstag verbringen. Ja, es gibt doch eigentlich kaum einen besseren Geburtstag, als ihn auf der Bühne zu verbringen, im Kreis von den Kumpels und mit euch zusammen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. 30. August, Leute, wir werden anstoßen in irgendeiner Form. Das steht jetzt schon fest. Sehr gut. Soweit wurde ja nur mit JB eingespielt. Sind aber alle Leute, also alle Bandmitglieder bei der Tour dabei? Ja, natürlich. Also Soweit ist von Inhalt her ein Album, das in dieser Form so noch nicht entstanden ist in den letzten Jahren. Es gab Corona, wir konnten nicht zusammenkommen, die Band war weit verstreut. Das war der eine Grund und der andere Grund war, wir wollten JB und ich einmal ausprobieren, wie sich so etwas anfühlt, wenn man in einer ganz reduzierten Form ganz wenige Leute im Studio ein Album entstehen lassen, welches auch ein bisschen die Zeit reflektiert. Also auf diesem Album haben sehr viel zu tun mit den Geschehnissen in diesen 2 Jahren, haben sehr viel zu tun mit der Corona-Situation, mit den Dingen, die uns beschäftigt haben in diesen Monaten. Und insofern ist das eine sehr, ich sag mal, ein spezielles Album. Wir werden es trotzdem in Teilen wahrscheinlich dann doch mit der Band spielen. Und wir haben einige Gehversuche in dieser Art schon gemacht. Das hat sehr, sehr interessant geklungen und gut. Also
Lasst euch überraschen. Der Tobi Stiel fragt eine Frage, die hätte auch von mir sein können. Ich würde es sehr cool finden, wenn ihr mal wieder so ein schönes Evergreen Medley machen würdet, wie auf der Tour 96. Das war echt mega. Ja, Tobi ist das? Ja, Tobi, genau. Tobi? Tobi? Evergreens sind ja Erinnerungen, die hochkommen, wenn man diese Lieder spielt. Und da hat ja jeder individuell seine eigenen Erfahrungen gemacht mit einigen der Lieder, denke ich mal. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Und wenn man die spielt, dann tauchen all diese Bilder wieder auf. Das ist wunderbar. Das wissen wir. Viele der Elternsongs, die wir irgendwann mal geschrieben haben und produziert haben, kommen ja in einem anderen Gewand inzwischen daher und werden ein bisschen anders gespielt. Das ist das Schöne daran, dass man die Lieder dann ein bisschen bearbeiten kann und anpassen kann an aktuelle Sounds oder aktuelle Rhythmen und so weiter. Aber Und es war Sommer wird immer Und es war Sommer bleiben. Ja? Und wenn diese Gitarre von Frank, die er gespielt hat, ertönen soll und er sie aber nicht spielt, dann hören wir die im Publikum von euch. Und zwar gesangsmäßig. Eine super lustige und schöne Situation. Haben wir immer sehr, sehr genossen. Und insofern glaube ich ganz gewiss, dass wir diese alten, in Anführungszeichen, Lieder auch in einer neuen Interpretation wieder spielen werden. Welche genau, das steht nicht fest, so weit sind wir noch nicht, aber wenn wir uns in den nächsten Wochen oder Monaten noch austauschen sollten, was ich sehr hoffe, dann könnten wir ja zum Beispiel einmal herausfinden, was ihr besonders gerne hört. Und dann machen wir mal so einen Rundumschlag und fragen euch, was ihr am liebsten hören würdet. Elton John. Elton John? Okay. Also wenn ich auch gefragt werde. Hendrike, wir schließen dich ja ein bisschen aus, wenn du so anfängst. Also hier ist schon ganz rege Interaktion, dass du es mal mitverfolgen kannst. Ja. Hier schreiben schon ganz viele Leute und wünschen uns einen schönen Abend. Unter anderem auch meinem Vater, das der fragt, zurück. Wann wir wieder nach Halle kommen. Schläft Anouk denn schon? Jakob Altkrüger, Entschuldigung. Der ist im Übrigen verliebt in Laura, das darf ich an der Stelle auch mal sagen. Wer ist Laura? Die Freundin von Jakob, der weiß schon, was ich meine, das ist der Insider. Laura ist die Jakob, entschuldige, ich hatte nicht neugierig. Jakob ist die Dame, nicht Jakob, Entschuldigung, jetzt erzähl ich richtigen Quatsch. Laura ist die Dame, die sich auf den Unterarm, du bist eine Kämpfernatur, von dir tätowieren lassen. Der Brief. Und Jakob, meinetwegen, und ja, Jakob. Also. Laura hat mir einen Brief geschrieben. Achso, das wusste ich nicht. Alles klar, Laura. So. Und Jakob ist in. Nee, Jakob ist in Laura verliebt und Laura wiederum in Jakob. Aber das ist doch wunderbar. Ja, aber die haben noch Kommunikationsschwierigkeiten. Das lässt sich beheben, oder? Deswegen wollte ich es ja auch einmal so klar artikulieren hier. Also Jakob fragt jedenfalls, dürfen wir noch mit einem Konzert in Berlin rechnen? Jakob, das ist folgendermaßen. Wir haben ja Kiel gespielt, ich habe das eingangs schon erwähnt, Hamburg dann danach. Und Berlin, und danach haben wir die Tour unterbrochen. Im Grunde genommen sind diese drei Termine jetzt, wenn ich mal so sagen darf, erledigt. Aber das ist nicht auszuschließen, dass wir trotzdem einen Nachschlag machen. Wir werden uns zunächst, glaube ich, mal ein bisschen konzentrieren auf die Konzerte, die wir noch nicht gespielt haben. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen. Und in Hamburg immer gerne, in Kiel auch und in Berlin auch. Warum nicht? Gut. Dann haben sich diese Fragen erübrigt. Du bist schon nicht schnell. Ja, ich will noch nach Hause. Nein, Quatsch. Also wir haben alle Zeit der Welt, bis morgen. Sag das nicht, das haben wir mal in Rostock auch gemacht. Was hast du da gesagt? Jeder, der ein Autogramm haben will, der kann gerne noch da bleiben, wir schreiben. Und dann haben wir bis 6 Uhr morgens geschrieben. Okay. Also, wir hatten beim Soundcheck gewonnen. Bleibt der Gewinn bestehen und wird es da noch nähere Infos geben? Soundcheck-Karten? Mhm. Ob die Gültigkeit ja. Ja, also Soundcheck-Karten behalten natürlich die Gültigkeit. Und wenn es da irgendwelche neuen Informationen gibt, dann werden wir in den nächsten Wochen oder Monaten auf jeden Fall euch mitteilen, was es da an neuen Aspekten gibt. Aber prinzipiell ganz einfach.
Soundcheck-Karten sind gültig und behalten ihre Gültigkeit. Genau, und wer das Konzert wechselt, also wer zum Beispiel jetzt nicht mehr in Köln dabei sein kann, aber in Dortmund, weil das Datum ja jetzt sich verschoben hat, der bekommt kurz vorher nochmal eine Info, weil er eben eine Soundcheck-Karte gewonnen hat. Über E-Mail? Über die E-Mail und wird gefragt, ob er eben an diesem Soundcheck teilnehmen kann oder ob er in einer anderen Stadt jetzt teilnimmt, weil er seine Karte getauscht hat. So. Ich denke auch, lass mich noch kurz noch etwas dazu sagen. Ich denke auch, dass wir da, genau wie in der Vergangenheit auch, eine gewisse Flexibilität entwickeln werden und versuchen werden, vor dem Hintergrund der schwierigen Situation, die wir alle miterleben, das so easy wie möglich zu handeln, damit jeder, der zu einem Soundcheck kommen will, das auch in irgendeiner Form schafft. Also wir werden uns da sehr anstrengen. Okay, super. Eine Information gibt es dazu noch, weil das wurde auch gefragt. Soundcheck-Karten verschenken, also das geht nicht. Das heißt, wenn Peter jetzt einen Soundcheck gewonnen hat bei mir zum Konzert, dann und du möchtest auch die Karte verschenken, weil du eigentlich gar nicht zu mir kommen möchtest, das geht nicht. Mhm. Genau. Also die Soundcheck-Karten sind gebunden an denjenigen, der sie gewonnen hat. Ja? Genau. Ja, hier ist nochmal das Gleiche. Wir haben Soundcheck-Karten für Hannover gewonnen. Das war eine tolle Nachricht. Jetzt kommt das Problem, dass wir im September im Urlaub sind. Wir wollen uns natürlich für eine andere Stadt Karten kaufen. Meine Frage ist, ob diese Soundcheck-Karten eben auch in dieser neuen Stadt einlösbar sind. Und das sind sie, weil ihr eben kurz vorher diese E-Mail bekommen. Und dort könnt ihr sagen, sorry, andere Stadt. Und dann wird das einfach übertragen. Ja, ich glaube, ohne da zu viel zu versprechen, die Hallen sind groß genug und diejenigen, die zum Soundcheck kommen, sind nicht so viele. Das werden wir platzmäßig in irgendeiner Form bestimmt hinkriegen. Genau, ich gucke noch mal parallel, was hier so abgeht. Soundcheck-Karten gewinnen, hatten wir geklärt. Hier wird gefragt, ob es VIP-Tickets gibt. Ich frage mal, wer fragt da? Das steht hier tatsächlich nicht da. Ja. Aber, also ob es VIP-Karten gibt. Nein. Genau, also es gibt keine, aber es gibt manche Hallen, die individuelle Angebote machen für Losen, die man kaufen kann oder sowas, aber das muss man... Also wir selber haben keine VIP-Karten. Genau, und jetzt kommt auch eine ganz schwierige Frage, wo sich sicher auch jeder denken kann, dass wir die noch nicht beantworten können. Wann wird feststehen, nach welchen Regeln gespielt wird? Also muss ich eine Maske tragen? Muss ich im Bikini kommen? 2G, 3G, 4G? Also ich denke mal, dass wir auf der Bühne keine Maske haben werden. Ja. Das würde auch nicht gut klingen. Aber wie die Regelung bis dahin endgültig aussieht, das können wir jetzt noch nicht überblicken. Eine entspannte Situation haben und dass es nicht nötig ist, diese Maske zu tragen. Aber wie gesagt, da werden wir euch updaten, sobald es irgendwie in die Nähe dieser Konzerte kommt und wir näher es wissen. Marcel Hein schreibt, VIP-Karten gibt es nur für Rieke. Marcel, du machst ja Freunde wieder. Ja, Marcel. Hier wird gefragt, ich finde im Online-Shop aktuell das Tour-Merch nicht mehr. Ist in den Hallen denn wieder Merch erhältlich? Ja, absolut. Also wir werden unsere Merchstände haben. Die sind auch inzwischen ein bisschen gewachsen und haben interessante neue Sachen. Ihr könnt gespannt sein. Hier. Ich hab was mit du auch? Ja. Ich sah so für die kalten Tage. Im Sommer werden wir das wahrscheinlich nicht brauchen. Aber wie auch immer. Also Schleichwerbung. Mafai.de Shop. Kann man diese schönen Pullover. Noch einmal zu der Antwort. Merchstände gibt es und Merch gibt es. Gut, geht weiter. Ja, hier wird wieder gefragt, ob es nochmal so ein intimes und romantisches Scheunenkonzert auf Gutwiedlerhofen geben wird. Das ist gut möglich. Also, Gutwiedlerhofen ist ja um die Ecke. Und wenn sich da im Laufe der nächsten Monate eine Gelegenheit ergibt, das könnte ich mir vorstellen, dann werden wir in einem kleinen Kreis da bestimmt auch ein bisschen Musik machen. An diesem Ort ist das ja relativ leicht im Vergleich zu anderen durchzuführen. Genau, hier wird immer wieder gefragt, es kann natürlich sein, dass Leute später dazugestiegen sind. Hallo Peter,
später. Ich hatte Soundcheck-Karten für Hamburg gewonnen und jetzt hat er aber Tickets für Bremen. Also es ist möglich, die umzutauschen. Und es wird kurz bevor die Konzerte beginnen eben nochmal eine Mail rausgeschickt und dann kann man sagen, ob man eben zu dem Konzert noch geht, was man ursprünglich mal angedacht hat, oder ob man jetzt eben eine andere Stadt aufsucht. Genau. Du hast aber viele Fragen. Ja. Wow. Das sind jetzt alles Privatfragen, nicht nur. Achso. Ich wollte nicht neugierig sein. Ja, so. Stehen die Ersatztermine für die Jetzt-Tour schon? Ja. Die Ersatztermine? Ja. Tobi, wo findet man die Termine? Auf der Website maffei.de unter Termine. Ja, maffei.de. Termine nochmal. Oder vielleicht nochmal. Nein, ich glaube, wenn man auf die Website geht, dann hat man mehr davon. Das ist doch ziemlich lang. Es sind 19 Konzerte insgesamt, die wir. Genau, kannst du ja mal sagen, wo du anfängst? Ja, und zwar in Regensburg. Wir werden hier in 14 werden wir proben und von hier aus gleich nach Regensburg gehen. Und dort geht los am 17.8. mit unserem Aufbau. Das ist also alles noch Probe. Und das erste Konzert findet dann statt am 21.8. Ich freue mich drauf, wirklich. Es wird Zeit, dass wir rauskommen und euch gegenüberstehen. Ja, hier wird gerade von Christian Heinrich geschrieben, dass er sich den Film Sing 2 anguckt und den super mega findet. Also wer es nicht mitbekommen hat, es gibt einen Animationsfilm, der heißt Sing 2, es ist die Fortsetzung von Sing. Und dort spielt Peter eine ganz entscheidende Rolle. Nein, entscheidend ist sie nicht, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte, die Stimme für den Löwen abgeben und ihn synchronisieren. Und das habe ich noch nie gemacht und es war ein super Erlebnis, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Aber noch mehr, als ich den Film dann in voller Länge gesehen habe. Und wenn ihr Lust habt, euch den reinzuziehen, ich kann ihn euch nur empfehlen. Wunderbare Unterhaltung, viel zu lachen, gute Musik, temporeich, extrem toll gemacht und viele andere sehr interessante Synchronsprecher. Hier wird gefragt, hallo, ist sicher, dass das Konzert am 25.8. in Köln ist? Aber ja, ich habe das gerade hier geguckt, das ist der Fall. Ja. 25.8. Lanxess Arena, das ist richtig. Genau, Anouk guckt auch mit zu. Wie will? Anouk ist auch mit dabei, mit meinem Vater. Okay. Guckt mit zu. Hat aber keine Frage. Ja, viele Grüße aus Ostfriesland. Also ihr könnt jetzt gerne hier auch parallel wieder Fragen stellen. Wenn wir die nicht gleich beantworten, die rutschen dann immer irgendwann oben aus dem Bildschirm raus und ich kriege die nicht zurück. Gerne auch Fragen mehrfach stellen. So. Dann machen wir hier weiter. Marcel Heim hat natürlich auch schon im Vorfeld sich Gedanken gemacht. Wird es einen kompletten Mitschnitt eines Tourkonzerts geben? Am tollsten wäre eine DVD, eventuell mit Bonus, Hamburg-Konzert, lalala. Also er möchte einfach alles haben. Ehrlich. Marcel, wir haben ja in Hamburg alle unsere Kameras mitlaufen lassen und aus den Kameras, die da waren, das war halt so nicht geplant als Mitschnitt, einen Mitschnitt gemacht, den haben wir über Magenta ausgestrahlt. Ich denke, dass wir in ähnlicher Form auch im Sommer vorgehen werden, möglicherweise dann auch mit einer zusätzlichen Ausstattung, so dass daraus tatsächlich dann eine gezielte Aufzeichnung resultiert. Mit dem neuen Programm, mit so weit im Gepäck, würde das sehr viel Sinn machen. Und ich gehe stark davon aus, dass das in dieser Form stattfindet. Welches Bonbon dann da noch mit eine Rolle spielt, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber irgendetwas wird uns bestimmt anfallen. So, ganz häufig wird auch gefragt, sind Eddie Taylor, Frank Dietz und ja. Jean-Jacques, die alten Kumpels, ob die wieder vorbeikommen. Also, ob sie so vollzählig dabei sind, wie das vor zwei Jahren der Fall war, das
kann ich jetzt noch nicht beurteilen, weil ich nicht genau weiß, wie die Herrschaften zeitlich disponiert sind. Aber ich gehe davon aus, dass in verschiedenen Städten, bei verschiedenen Konzerten, der eine oder andere auf jeden Fall dabei sein wird. Wir werden unsere Türen offen halten, weil wir uns immer freuen, wenn Frank mal vorbeikommt und spielt oder wenn Eddie seine berühmten Sax-Soli bläst. Wenn Jaco am Piano sitzt, ist das immer ein großes Vergnügen. Für unsere Freunde ist immer Platz auf der Bühne und ich weiß, dass ihr euch auch sehr darüber freut, wenn der eine oder andere auftaucht. Also wir werden uns anstrengen, so viele wie möglich ins Boot mit hineinzuziehen. So, jetzt wird wieder auf dich gefragt, ob die Gitarrenbühne bestehen bleibt oder was für eine Bühne wird es geben, weil es ist die Jetzt-Tour, das war eine große Gitarre. Ja, also wir sind gerade dabei, uns Gedanken zu machen über die Bühnengestaltung. Und das hängt natürlich sehr stark auch vom Programm ab, welches wir spielen werden und über das wir jetzt schon einige Male gesprochen haben. Sobald es da Neuigkeiten gibt, halten wir euch auf dem Laufenden. Es soll natürlich aber auch ein bisschen eine Überraschung sein, was nachher zu sehen wird, und wir werden nicht alles jetzt schon ausplaudern. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, aber wir geben uns große Mühe, auch diesmal euch etwas zu präsentieren, was wirklich Spaß macht und was euch gefällt. So, Albert Rung fragt, hallo Albert, spielst du mal wieder in Bozen in Südtirol? Albert aus Südtirol, da freue ich mich drauf. Wir würden gerne in Südtirol spielen, Albert, das ist im Augenblick aber noch nicht geplant. Kann aber durchaus passieren. Wie gesagt, wir werden uns konzentrieren auf die 19 Konzerte, die wir noch aus der verbliebenen alten Tour offen haben. Optionen, das zu erweitern, kann es durchaus geben. Und in Südtirol zu spielen, war immer ein großes Vergnügen. Das haben wir immer gern gemacht, weil wir dort viele Fans haben und für die auch gerne spielen würden. Also ich kann das jetzt noch nicht hundertprozentig zusagen, aber ich halte das für möglich und wir würden uns auch wirklich bemühen, dort nach einer längeren Pause mal wieder zu spielen. Es wird gefragt, ob du den Anouk-Song zur Tour spielst. Anouk, Anouk. Ja, warum nicht? Es ist ein schönes Thema. Wie ihr wisst, hat Henrike ein wunderschönes, zauberhaftes Buch geschrieben für Anouk und für viele andere Kinder. Und wir haben zusammen einen Titelsong gemacht, so wie zum Beispiel Tabaluga ja von Anfang an einen Titelsong hatte. Ich wollte nie erwachsen sein. Und an diesen Song, den könnte man durchaus spielen. Warum nicht? Dann wird gefragt, einer, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Dietmar Schäfer, der fragt, dass du jetzt eine eigene Gitarre hast oder eine gebrandete Gitarre, das ist die Fame-Gitarre. Ja, ob du dazu mal ganz kurz was sagen magst? Hier ist sie. Ich wusste nicht, dass diese Frage kommt, aber ich habe diese... Aber er hat einfach mal alle Gitarren hier aufgestellt. Also. Nein, ich habe die deswegen... Na, ohne Spaß. Wer fragt? Ja, das ist weg, diese Frage. Ich glaube, ja. Dietmar Schäfer Dietmar. Hat das gefragt. Also, Dietmar, diese Danke. Gitarre, die spiele ich inzwischen wahnsinnig gerne. Die ist sehr filigran, ist sehr... hat einen schönen Schattenhals. Also für kleine Hände, für große auch, aber kleine Hände wunderbar zu spielen, hat einen zauberhaften Klang, ist sehr silbrig, sehr präsent und wunderbar zu spielen. Im Übrigen auch relativ erschwinglich für diese Qualität. Es ist eine richtig toll gebaute, handwerklich gut ausgeführte Gitarre, das ist ja. Kann ich noch stellen. So Peter, jetzt werden so viele Fragen gestellt, dass du jetzt ja ganz kurz antworten musst. Ja, wirklich? Kriegst du das hin? Also ich frage und du antwortest dann immer gleich, ganz schnell. Also, Johannes Oerling, wird er wieder auf der Tour dabei sein? Johannes wird selber touren, davon gehe ich mal aus. Er hatte ja seine Tour verschoben und dann
glaube ich, ist es eine neue in Planung. Oder, ich kenne die Termine nicht, aber wenn sich die Möglichkeit gibt, zusammen auf die Bühne zu gehen, dann werden wir das ganz bestimmt tun. Ich glaube, es ist ein bisschen jetzt Eulen nach Athen zu tragen, erneut zu erzählen, wie gerne wir ihn als Gast bei uns auf der Bühne haben. Das weiß inzwischen jeder, großartiger Musiker, ein toller Mensch. Und wenn sich diese Möglichkeit ergeben sollte, immer gerne. Okay. Und wir wollten ja die Fragen jetzt ganz schnell beantworten, weil hier kommen so viele. Bei Johannes muss man dann ja auch sagen. Ja, okay. Timmendorf, wird es wieder in Timmendorf starten? Das hat man vorhin schon gesagt. Nein, diesmal nicht. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Wir werden hier in Tutzing proben im Studio und dann von hier nach Regensburg gehen. Das ist der kürzeste Weg. Das Ganze über Timmendorf zu machen wäre zu umständlich. Obwohl das da oben immer sehr gut ist. Sind die Hallen gut klimatisiert, weil ja Sommer ist? Man kann sich ja ein bisschen leichter anziehen, oder? Das ist dein Wunsch. Gut, okay. Unplugged-Konzerte Halle, das fanden die alle so schön und fragen, ob es das mal wieder geben wird. Oder Kuschelkonzerte im Steintor. Also, dieses Steintor-Theater, das ist wirklich eine Attraktion. Ob wir dort etwas Ähnliches machen wie Unplugged, kann ich jetzt nicht beantworten. Zumindest ist das im Augenblick nicht geplant. Aber solche kleinere Situationen, dafür gibt es im Grunde genommen immer mal wieder Gelegenheiten. Und mir fallen jetzt konkret keine ein, aber durchaus möglich, dass wir sowas spielen. Steintor-Theater weiß ich jetzt nicht. Antje möchte wissen, ob der Fansong Für immer jung, der eingespielt worden ist, wo die Fans ja alle aktiv mitgemacht haben, ob der auch auf der Leinwand projiziert wird, wenn ihr die Tour spielt. Das war eine zauberhafte Unternehmung. Wir waren ja total überrascht über diesen Zuspruch und die tollen Beiträge, die dabei zustande gekommen sind. Das noch einmal auf die Leinwand zu werfen und diesen Song zu spielen, das halte ich für absolut wichtig, und das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Brücke zu den Dingen, die wir vor 2 Jahren auf der Bühne gemacht haben. So, dann wird natürlich ganz oft gefragt, Bad Segeberg, ich muss gar nicht viel dazu sagen, die Leute wollen, dass du mal wieder hinkommst, ja? Naja, also sagen wir mal so, wir werden sehr glücklich sein, wenn wir diese 19 Konzerte nachholen können und wenn dann, ähnlich wie Bozen oder andere Orte, wenn die vielleicht auch noch zusätzlich spielbar wären, dann würden wir das machen. Also wir werden es nicht bei diesen 19 Konzerten belassen, wenn man mehr daraus machen könnte. Wir haben so lange auf Spielen verzichtet und wir sind euch so viel schuldig, was das anbelangt, dass wir jede Gelegenheit wahrnehmen werden, die sich uns bietet. Die Fame-Gitarre, die du gerade in der Hand hast, wird natürlich auch gefragt, wo man die erwerben kann. Du wolltest zwar keine Werbung machen, aber... Ich mache keine Werbung, aber ich kann ja die Adresse sagen. Also, es gibt einen phänomenalen Musikladen in Köln, der einer der größten, die wir im Bundesgebiet haben. Und macht euch mal schlau, ihr findet das alles im Netz. In diesem Laden gibt es alles, was man zum Musik machen braucht, und unter anderem eben auch diese Gitarre. So. Und abgesehen davon sind die Leute, die dort arbeiten, besonders der Chef dieses Ladens, sehr nette Leute. Hier wird gefragt, wie lange du noch Musik machen willst. Steckt da eine andere Frage dahinter? Also, liebe Leute, also Musik ist etwas, was in unserem Leben eine große Rolle spielt. Über Jahrzehnte hinweg war es der Fokus, und solange wir das ausüben können mit Spaß, werden wir das tun. Die Band denkt da, jeder in der Band denkt da sehr ähnlich.
Wir sind eine große Familie geworden. Zunächst einmal die Band. Und da stehen ja inzwischen mehrere Generationen auf der Bühne. Aber die Familie ist ja nicht nur die Band, sondern die Familie ist, ich will da jetzt nicht zu weit gehen, aber so empfinde ich das schon ein bisschen. Das seid auch ihr. Viele von euch sind von Anfang an dabei und das erfüllt uns mit großem Stolz. Da ist etwas entstanden und über Jahre gewachsen, was sehr, sehr wertvoll ist und was uns viel bedeutet. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man da jetzt irgendwo, aus welchen Gründen auch immer, eine Reißleine ziehen sollte, wollte und aufhören würde, Musik zu machen. Ich habe heute 4 Stunden hier im Studio gesessen und an neuen Liedern gebastelt. Das ist immer wieder ein Abenteuer und mache ich gerne und das wird auf der Bühne sich fortsetzen. Das hört wahrscheinlich nie auf. So, es geht weiter. Wann kommt endlich das versprochene Konzert in Münster? Wird hier ganz oft gefragt. Münster? Gab es ein Versprechen in Münster? Das muss wohl so sein, wenn jemand sagt, dass das lange versprochen ist. Dann wird es auch kommen. Dann haben wir das irgendwo mal zugesagt. Leichtsinnig. Hast du dich versprochen? Nein, versprochen, ja. Wir spielen ja in Dortmund, wir spielen in Köln, wir spielen in Haus. Wir sind in dieser Ecke, wir sind in Braunschweig, also ganz in der Nähe und vielleicht irgendwann mal dann auch in Münster. Da wird gefragt, ob wir die Autogrammstunde in Osnabrück zum Buch nachholen, weil die wurde ja abgesagt. Machen wir das? Ja, ne? Klar. Ja. Dann. Das war übrigens immer sehr, sehr unterhaltsam und sehr lustig, oder? Ja. Diese Menschen, die mit ihren Büchern ankamen, die Fans, sehr, sehr lustig. Bist du auf einmal die Illustratoren angemacht? Joel? Nein. Dummes Zeug. Joel, die wunderschöne Zeichnung geliefert hat, und du und wir haben das immer zu dritt gemacht, wir haben sehr, sehr viel gelacht und uns amüsiert. Also Osnabrück, wir machen das. So, hier gibt es natürlich auch so ein paar allgemeine Fragen. Behalten die Tickets ihre Gültigkeit? Dazu würde ich ganz kurz was sagen. Gerne. Also wenn du ein Konzert in Leipzig gekauft hast und jetzt ist Leipzig 2 Jahre später, aber an einem anderen Termin, dann kannst du mit deinem Leipzig-Ticket kommen und kommst dort rein, auch wenn da ein anderes Datum draufsteht. Wenn du allerdings ein Köln-Konzert gekauft hast, aber jetzt nach Dortmund möchtest, dann musst du dein Köln-Ticket leider zurückgeben, bekommst dort das Geld und müsstest dann ein neues Ticket für Dortmund kaufen. Ist leider ein bisschen kompliziert, haben wir uns nicht ausgedacht, aber wir hoffen trotzdem, dass da jeder irgendwie auf seine Kosten kommt. Also, es ist in der Tat so, dass die Bestimmungen über die ganzen Monate, über 2 Jahre hinweg, pausenlos sich geändert haben und sich verändern. Und wir versuchen mit aller Energie, die uns zur Verfügung steht, diese Umstände zu durchforsten, durchleuchten und die Optionen festzustellen, die daraus resultieren und machbar sind. Das ist nicht einfach. Viele von uns sind damit sehr ausgiebig beschäftigt. Und das wird so lange bleiben, bis diese Konzerte endlich spielbar sind und so lange bleiben, bis diese Situation sich hoffentlich bald ein bisschen entkrampft. Wir müssen da am Ball bleiben und wir müssen flexibel sein. Und ich verspreche euch, dass wir uns die größte Mühe geben, nach Lösungen, welcher Art auch immer, Ausschau zu halten und sie herbeizuführen. Hier werden diverse Fragen nochmal gestellt, wenn ihr Lust habt, vor allen Dingen unsere Top-Fans hier drunter. Und die Antwort wurde schon gegeben, wäre es total lieb, wenn ihr auch die Antworten gleich drunter schreibt. Also die Soundcheck-Karten behalten ihre Gültigkeit und auch mit dem Tausch. Ich denke, das haben jetzt ganz viele schon gehört und wir wollen das nicht immer wieder wiederholen. Deswegen einfach eine kurze Antwort drunter schreiben.
unsere Jubiläumsfollower und Top-Fans. Weißt du noch eine, Julian? Nein, alles gut. Ja? Nee, also es sind eigentlich so im Wesentlichen die Fragen. Also ihr werden natürlich auch Fragen gestellt, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, weil sie vielleicht nicht unbedingt zum Thema gehören. Hier wird viel geschrieben, dass du toll bist und dass man dich liebt und dass du gut aussiehst und so. Das weißt du ja alles, oder? Also suchen wir jetzt nicht irgendwie hier noch. Ja, sonst ja, tanzt ja heute Abend wieder irgendwie. Was würde ich ohne dich machen? Also ja, alle sind natürlich total lieb und super. Die Fragen, ob es Affi als Stofftier geben wird, also den Affi aus dem Buch. Den ja. Affi, denn der ist inzwischen unverzichtbar, noch geht ohne ihn nicht schlafen und Affi ist unser seit einiger Zeit unser neues Familienmitglied. Den kenne ich jetzt inzwischen in- und auswendig. Den und die anderen Affis. Ja, also wie gesagt, wir werden viele Fragen noch gestellt. Wir hatten ja gesagt, wir wollen uns so ein bisschen auf die Tour, also auf die Jetzt-Tour, auf die verschobene für immer jung, soweit Mix-Tour konzentrieren. Deswegen werde ich jetzt keine Tabaluga-Fragen stellen und sie wird natürlich auch gefragt, ob du mal bei dem einen oder anderen TV-Format mitmachst. Darauf würden wir jetzt nicht eingehen, weil wir jetzt wirklich erstmal eben über die Tour sprechen wollten und wollen unbedingt auch alle, dass sie endlich stattfindet. Ich denke, wir haben im Sommer, oder ich hoffe, wir haben im Sommer gute Chancen, weil dort ja erfahrungsgemäß immer am wenigsten Corona da war. Ja, aber die Anzeichen sind grundsätzlich im Augenblick positiver als noch vor kurzem. In unserem Umfeld rechnet jeder damit, dass es zu Lockerungen kommen wird, die dann auch sich auswirken werden auf die Konzerte, die wir alle, wir und unsere Kollegen spielen wollen. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Winter so bald wie möglich endlich wieder von dannen zieht und wir ins Frühjahr reingucken und rausgehen können und dann ein bisschen durchatmen können, neue Energie tanken und man dann auch in der Folge spielen kann. Ich weiß, dass einige von unseren Kollegen ihre Tourneen ins Frühjahr verlegt haben und diese dann auch nach jetzigem Stand der Dinge auch spielen werden. Und das wird dann bei uns im Sommer ähnlich sein. Ich würde jetzt noch auf eine Frage eingehen wollen, weil ich die ganz also schön finde, weil sie auch eine positive Antwort hat. Und zwar wird gefragt, wie es Ken geht. Ken? Ken geht es, glaube ich, hervorragend. Ken ist ja ein sehr disziplinierter Mensch, nicht nur in Sachen Musik, sondern auch sonst, macht sehr, sehr viel Sport. Wir halten, wenn ihr so wollt, fast jede Woche Zoom-Calls ab und unterhalten uns und versuchen herauszufinden, wie jeder unterwegs ist, wie es ihm geht und so weiter. Und ich sehe Ken, der blüht richtig auf und ist voller Energie. Und das freut mich sehr, denn er hat eine ganz, ganz schwere Zeit hinter sich. Aber wie gesagt, wer Ken kennt, der weiß, dass er ein Kämpfer ist und mit solchen Situationen offensichtlich gut umgehen kann. Hier wird noch gefragt, ob es wieder Veranstaltungen aus Gut-Dietlhofen geben wird, also Tag der offenen Tür, Sommerveranstaltungen. Ja, also Dietlhofen ist ja ein Gelände, welches vielen Besuchern offen steht. Wenn wir dort Veranstaltungen haben, haben wir viel Platz, um miteinander bei welchen Veranstaltungen auch immer stattzufinden. Ich gehe davon aus, dass in solchen Umgebungen noch am allerleichtesten Dinge realisierbar sind und in Dietlhofen ganz besonders. Und bis jetzt war immer, wenn wir dort etwas unternommen haben, gelinde gesagt, die Hölle los. Und deswegen freue ich mich, wenn wir jetzt alle rausgehen können und so, wird sich alles weiter entspannen. Gut, dann möchtest du vielleicht noch ein Schlusswort? Ja. Ich habe dir gewünscht, dass wir gesund bleiben. Gerne. Es hat Spaß gemacht. Gut. Also,
zunächst einmal an dich, vielen Dank, gerne, dass du mir wieder einmal über die Runden geholfen hast und so begleitet hast durch diesen Chat. Vielen Dank euch, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, bitte, und zuversichtlich. Und lasst uns diese Art miteinander zu kommunizieren, auch in Zukunft beibehalten und fortsetzen. Wie gesagt, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und wir freuen uns, wenn es wieder losgeht. Danke euch ganz, ganz herzlich für eure unglaubliche Loyalität. Und wir werden versuchen, das in der Umkehr irgendwie zu gerechtfertigen mit einer musikalischen Leistung auf der Bühne, die euch hoffentlich viel Spaß macht. Passt auf euch auf und bis bald. Jetzt wünsche ich natürlich alle noch, dass du was spielst, aber... das machen wir dann später, und zwar richtig. Ja? Okay, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.